Wieder mal ein Beil zum Testen. Stahlguss mit Gummigriff. Ob das was kann? Schauen wir uns an. Hallo, willkommen, da ist der René Ossmann vom Survival Shop Berlinskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, dieses Beil hier, ja, das teste ich jetzt mal. Ist ein relativ günstiges Teil, made in China. Und ja, also Gummigriff, Kunststoffgriff, wir werden schauen, wie weit der da wirklich reingeht. Dann so eine Nylonscheide, ist auch okay. Und so ein Profil. Ja, da du reinschaust, also wird als Campingbeil verkauft. Weil es ja auch am Hintergrund hier einen Hammer hat zum Einschlagen von irgendwelchen Heringen oder so. Das ist vielleicht durchaus sinnvoll. Ja, und ich will wissen, was das kann. Und ob es cool ist. Also eines, das mir unter Anführungszeichen negativ aufstößt, ist, dass es halt relativ schwer ist. Weil wenn ich da jetzt einen Holzgriff hätte, dann wäre das natürlich im Vergleich dazu leichter. Aber das soll jetzt nicht unbedingt das Problem sein. Aber dadurch hat das Teil aber auch dementsprechend Zug. Also dafür, dass es so klein ist, hat es wirklich Zug. Also wenn ich das jetzt vergleiche zum Beispiel mit einer Grenzforce, ja, jetzt nicht vom Profil oder vom Feeling oder vom Gefühl eben, aber so einfach vom Zug, dann hat das Teil natürlich logischerweise einfach die Nase vorne. Dann schauen wir es uns einmal an. Also man kann auch vernünftige kleine Arbeiten damit machen. Ja, muss jetzt mal nicht so schlecht, also das hätte uns härter treffen können, also es ist jetzt mal in Ordnung. Ja, so, und eben, ja, das ist gar nicht einmal so übel. Dass ich damit natürlich keinen Wintervorrat an Holz spalten will, das ist klar, aber für so Kleinigkeiten ist es dann doch wiederum in Ordnung. Aufgrund dieses Querschnitts ist natürlich klar, dass ich relativ, wenn ich jetzt spalten mag, wenn das jetzt meine Anwendung ist, dass ich da mal relativ tief rein muss, bevor sich überhaupt irgendwann einmal was tut. Ja, das ist ganz einfach so. Und daher ist es auch jetzt nicht unbedingt so zum Holzmachen die Nummer 1. Weil wie gesagt, für so Kleinigkeiten, wie du gesehen hast, ist es überhaupt kein Thema. Aber ja, es ist halt immer die Frage, was du damit tun willst. Das mit dieser Hammerfunktion, das habe ich noch nicht ausprobiert. Das werden wir aber tun, weil wir werden jetzt dann in der nächsten Zeit einige Zelte aufstellen in unserem neuen Projekt, im Zusammenhang mit unserem neuen Projekt hier auf waldurlaub.at. Aber lass mal ein Abo da, wenn du wissen willst, was das bedeutet. Dann kommt irgendwann jetzt mal in der nächsten Zeit ein Video dazu. Da werden wir das dann ausprobieren. Aber so ist es jetzt einmal grundsätzlich nicht so übel. Ja, dann wollen wir uns einmal die Stabilität anschauen. Ich jag das in den Hackstock rein. Na, ist zu wenig. Ich jag es in den Hackstock rein und schauen wir mal. Also, gut. Okay, also da reißt jetzt mal so auf die Schnelle nichts. Ist auch in Ordnung. Noch einmal. Ja, ich heb den Hackstock heben damit. Also, ich habe natürlich jetzt noch keine Langzeiterfahrungen und ich werde es in den Langzeittest nehmen, das garantiere ich. Aber jetzt mal auf das erste Mal arbeiten, ist das durchaus in Ordnung. Gut, dann wollen wir mal an einer toten Esche herausfinden, wie das Teil in der Hackwirkung ja, agiert, sozusagen. Ja, bin jetzt da gar nicht unzufrieden. Ja? Ich weiß, dass man mit einer Säge hier besser unterwegs wäre. Oder mit einem Skrammer oder mit einer Machete. Weiß ich gar nicht. Das ist nämlich ein Esch. Oder Esch ist so richtig ein elastisches, hartes, zähes Holz. Ja, drehst dich immer wieder weg. Scheiß mal was. Ist nicht meiner Meinung, dieser Baum. Na, gut, dann machen wir es heute so. Ja, wenn du schon öfter bei mir am Kanal warst, dann weißt du, dass ich das halt gerne so tue. Also es hat gut funktioniert, das zu bearbeiten. Wie gesagt, Esche, durchaus brauchbar. Ja, ist in Ordnung.
Ja, das Ding macht alles mit, zumindest bis jetzt. Ich werde es in den Langzeittest aufnehmen und auch in meinen Shop. Da gebe ich dir, billige Eigenwerbung, den Link da unten. Und das habe ich jetzt gerade beschlossen. Also das kommt, das ist wirklich okay, das ist wirklich brauchbar. Hat was. Wobei man halt eins dazu sagen muss. Anwendungsgebiet. Camping-Axt. Nicht unbedingt etwas zum Wandern. Das möchte ich gleich dazu sagen. Also da ist es, wäre es mir persönlich einfach zu schwer. Ist zumindest meine Meinung. Wenn du Camping, das heißt, du fährst mit dem Auto irgendwo hin und hast dann 3 Meter zum Campingplatz. Oder wenn Bewegung und Marsch nicht das Thema ist, sondern du sagst, okay, ich gehe jetzt mal einmal 3 oder 4 Kilometer zum Platz hin, wo wir dann lagern, wo wir dann unser Bushcraft und Survival Training machen und 3 Tage später gehen wir wieder zurück, dann ist das auf jeden Fall eine interessante Variante. Ja, kannst mit einer großen Axt mit? Nein, sonst wäre es auch viel größer, sonst wäre es nicht so ein kleines Teil. Kann es mit anderen kleinen Äxten, Beilen muss man sagen, mit? Ja, kommt drauf an, was du tun willst. Also zum Spalten gibt es sicherlich Besseres, aber für so Kleinarbeiten absolut in Ordnung und hat wirklich schönen Zug drauf. Jetzt bist du dran, schreib mal einen Kommentar. Hast du sowas, was ist da deine Meinung dazu? Ich werde das jetzt beobachten. Ich will noch kein abschließendes Urteil darüber abgeben über dieses Teil. Das wäre jetzt noch zu früh. Ich bin eigentlich, muss ich sagen, positiv überrascht. Ja, ich bin eigentlich positiv überrascht und bin gespannt. Schreib du mir Daumen nach oben oder nach unten. Da geht es in meinen Shop. Auch unten in der Beschreibung ist der Link in meinen Shop. Eigenwerbung. Abo dalassen. Anderes Video. Es hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein René Rossmann. Bis bald und ciao.